habe ich stehen die österreichische Staatsmeisterin 2006, Andrea Kreuzer, die in unserem Verein, also beim Engelmann hier, der eben sein 100-jähriges Jubiläum heuer feiern wird, auch als Eiskunstläuferin aktiv tätig ist und noch immer tätig ist. Ich würde dich ersuchen, vielleicht ganz kurz über den Engelmann zu sprechen. Ja, also es ist einfach schön, immer wieder herzukommen an der frischen Luft mitten in Wien, über den Dächern im Prinzip und einfach das Wetter und das Eislaufen und die Leute zu genießen. Ich danke dir, Andrea, und ich wünsche dir noch viel Erfolg, sportlich viel Erfolg, und ich hoffe, dass es dir auch weiterhin gut gefällt bei uns. Danke. Konstruierte und erbaute 1909 Ingenieur Eduard Engelmann die erste Freiluftkunsteisbahn der Welt in Hernals. Sie wird heuer 100 Jahre alt, ein Grund und Anlass für eine große Veranstaltung am Eislaufplatz Engelmann und für eine große Ausstellung im Bezirksmuseum Hernals. Die Wiege lag im väterlichen Garten, wo Papa Engelmann rund um den alten Nussbaum aufspritzte, wenn es kalt genug war. So konnte die Familie Eislaufen, eine Tatsache, die nur bei Kältegraden möglich war. Das wollte der Sohn Engelmann, der später ein begnadeter Techniker wurde, so absolut nicht akzeptieren. Und allen Widerständen und Unkenrufen zum Trotz konstruierte und erbaute er diese erste Freiluftkunsteisbahn der Welt in Hernals. Sie wurde die Wiege für die späteren Eislauferfolge der sogenannten legendären Wiener Schule. Kali Schäfer, der bekannte Europameister, Olympiasieger, wurde von Ingenieur Eduard Engelmann sehr gefördert. Es war ihm nur möglich, mit Hilfe dieser Erfindung seine großen Erfolge zu erzielen. Es fanden vielseitige Veranstaltungen in der Engelmann Arena statt. So wurde 1943 der berühmte Spiel- und Revuefilm Der Weiße Traum beim Engelmann in Hernals gedreht. Landesbauingenieur Eduard Engelmann war ein begeisterter Eiskunstläufer, errang auch zweimal die Europameisterschaft und war ein begeisterter Techniker. Ausschlaggebend für die Begeisterung des Eislaufsportes war das Gastspiel des amerikanischen Eislaufstars Jackson Hance in Wien. Die Saison war aber relativ kurz immer und er wollte eine Verlängerung der Saison erzielen und beschäftigte sich mit der Kunsteisbahn, die er 1909 geschaffen hat. Obwohl ihm der große Kältepapst, Professor Linde, als großer Kältefachmann davon abgeraten hat, mit den Worten: Junger Mann, lassen Sie die Finger davon, das werden Sie nie schaffen, das wird nie funktionieren. Als Bezirksvorsteherin begrüße ich auch Sie sehr herzlich. Wie Sie hier sehen, die Eisfläche ist sehr gut besetzt von Jung und Alt und auch meine Kindheitserinnerungen hängen an den Engelmann. Die 100 Jahre Engelmann, ich will jetzt nicht über die Historie reden, das steht mir noch nicht zu, aber das, was ich erlebt habe als Kind und jetzt als Bezirksvorsteherin, ist immer ein und dasselbe Positive. Den Engelmann gibt's. Den Engelmann gibt's in einem dicht verbauten Gebiet und wir haben die Möglichkeit, Wintersport zu betreiben in einer Freiluftfläche. Was kann es mehr sein, als dass ich meine Eislaufschuhe nehme als Kind und sage, ich gehe zum Engelmann. Er liegt entlang der Linie 43, also auch hier öffentlich gut erschlossen. Es braucht mich nicht einmal ein Elternteil hierher fahren, außer ich bin sehr klein als Kind. Ich kann hier meine Freunde treffen.
Es gibt Jugenddiskos, also es ist einfach auch für die Jugend etwas getan und es ist herrlich. Und wer es nicht glaubt, kann sich auch im Sommer überzeugen. Dann wird hier Tennis gespielt oder andere Sportarten, die man im Sommer machen kann. Also das heißt, der Engelmann ist ganzjährig im Betrieb. Und solange halt das Eis geht, bis im März, das ist klar, das ist die typische Eissaison. Man hat uns, Herr Dr. König, zu einem Gespräch eingeladen, anlässlich 100 Jahre Kunsteisbahn Engelmann. Und aus diesem Anlass erinnere ich mich gerne, dass die Kunsteislaufbahn hier beim Engelmann gefährdet war in den 70er Jahren. Und ich erinnere mich an die gemeinsame Tätigkeit und das gemeinsame Unternehmen, dass diese Kunsteisbahn trotz baulicher Veränderung erhalten geblieben ist. Ja, also wenn man den Karli Schäfer sieht, der hier eigentlich der Begründer des Kunsteislaufs überhaupt war in der Welt und wiederholt Olympiasieger und Weltmeister. Und wenn man an den Ingenieur Engelmann denkt, der Erfinder war der Kunsteisbahn überhaupt, die dann Nachfolger in der ganzen Welt gefunden hat, dann ist das eine historische Stätte und eine, die also 100 Jahre lang nicht nur Herrn Als geprägt hat, Wien geprägt hat, sondern den Eissport überhaupt. Und ich bin froh, von Ihnen die Geschichte so kurz, aber doch so intensiv zu hören. Und das ist wahrscheinlich die Ursache, dass Sie ja nicht zuletzt mit der Kunsteisbahn verbunden sind, sondern die Kunsteisbahn auch aktiv benutzen. Ich glaube, die Zusammenarbeit zwischen den beiden großen Parteien hat also damals gezeigt, dass auch in einer schwierigen Situation nach dem Krieg es gelungen ist, zu verhindern, dass ein Supermarkt gebaut wird und damit die Eislaufbahn verschwindet. Sondern es ist der Supermarkt gebaut worden und man hat gemeinsam, wir waren ja damals bei der Frau Vizebürgermeister Sandner, man hat gemeinsam erreicht, dass die Gemeinde Wien dafür gesorgt hat, dass der Supermarkt die Auflage bekommen hat, ein entsprechendes Dach betonmäßig zu sichern, sodass der Eislaufplatz halt dann in den zweiten Stock gekommen ist und seit damals eigentlich noch schöner ist, weil es heute auch besser einsichtig ist und die Sonne kommt und man fast das Gefühl hat, dass man in den Bergen ist. Also im Sinne der 100 Jahre, die wir jetzt feiern, der Kunsteisbahn Engelmann, ist unsere Zusammenarbeit, glaube ich, eine der wichtigen Beiträge, die wir leisten können, damit dieses Erbe erhalten bleiben wird. Ich glaube auch, dass die Tradition von Herrn Als entsprechend bewahrt werden muss.